Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein, ja, Haul. Es sind hier Beauty-Produkte, ich habe hier Bücher mit dabei und, aber vor allem Beauty halt, ne? Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sammy ist auch mit dabei, er möchte sich gerne auch was zu essen holen. Mhm. Sammy, das kannst du aber hier nicht essen. Genau, also ich habe ein bisschen geshoppt, ich habe ein bisschen was zugeschickt bekommen und das möchte ich euch einfach gerne zeigen. Vielleicht so auch eine kleine Inspiration für Ostergeschenke zum Beispiel. Ne? Also einfach mal gucken, ob da was für euch mit dabei ist. Falls ich Codes zum aktuellen Zeitpunkt habe, blende ich euch die ein. Und ja, ich starte jetzt einfach mal mit den Produkten von Beauty Mates. Ich habe ja meine Hyaluron Cream leer gemacht. Genau, die habe ich letztens in einem Aufgebrauch-Video auch gezeigt. Jetzt habe ich ein Backup bekommen. Das ist die Variante für trockene Haut. Mega geiles Zeug, wirklich jetzt ohne Witz, ne? Wenn ich das nicht so geil finden würde, und ich habe auch einen Rabattcode, das müsste Claudis Welt 30 sein, glaube ich. Da sparst du 30% auf die ganze Homepage. Wenn ich das nicht so geil finden würde, würde ich die Kooperation nicht weiterführen. Ich bekomme ja genug andere Cremes und hast du nicht gesehen in meinen ganzen Beautyboxen und so weiter, ne? Aber die hat es mir wirklich angetan. Das ist tatsächlich auch eine Creme zu einem recht bezahlbaren Preis. Und du kannst sie super verwenden als normale Tagespflege, als Nachtpflege, als Refresher. Du kannst sie kombinieren mit den Boostern, die du dir auch mitbestellen kannst. Und das ist einfach geiles Zeug. Die ist super hautverträglich. Ich bekomme dadurch echt keine Irritation oder sonst irgendwas. Du hast ja 1A Inhaltsstoffe und wäre es nicht so geil, würde ich es nicht empfehlen. Ich weiß, es nervt, weil viele das empfehlen. Aber Leute, wir würden das alle nicht empfehlen, wenn das Zeug nicht so gut wäre. Jetzt mal ohne Flachs jetzt. Also das ist echt gut. Ja, genau. Das ist ja einfach so ein Tiegel und ist halt noch zu. Wird jetzt bald geöffnet. Ist relativ ohne Duft. Also meine noch leere Creme habe ich hier noch stehen, weil ich hatte eigentlich vor, diese Woche auch mein Quartalsfavoriten-Video abzudrehen, wo die auch mit reinkommt. Und ich wusste nicht, wie schnell das Paket von Beauty Mates mich wieder erreicht. Also angenehmer, cremiger Duft, ne? Aber die sind, glaube ich, auch ohne Parfümstoffe und so ein Kram, also ohne Rotzepampe. Da brauchst du wirklich keine Angst haben. Kann ich empfehlen. Ich benutze die tatsächlich auch, wenn ich auf der Arbeit war, sei es Homeoffice oder sei es ganz normal auf der Arbeit. Und ich komme nach Hause, wasche ich mir erstmal durchs Gesicht und dann muss ich mir irgendwas draufpacken, weil ansonsten spannt mein Gesicht und fühlt sich nicht gut. Da packe ich die dann drauf, ne? Ob ich die jetzt mit einem Booster kombiniere oder ob ich die solo trage, das ist dann wirklich eine Sache, wie man halt mag. Genau, ich kann die jetzt aber auch öffnen, weil ich die jetzt ja auch bald schon wieder in Anwendung nehme. Jetzt gerade habe ich noch eine andere Creme überbrückungsweise bei mir gehabt und das ist halt eine ganz geile Geschichte, ne? Also die funktioniert mit Foundations als Primer auch zusammen, wenn man halt, ne, weil nach der Arbeit schminke ich mich meistens tatsächlich, dass ich mir auch Foundation und sowas drüber mache. Die hat eine tolle Konsistenz, es ist einfach richtig, richtig schön und ich mag einfach diese Creme. Und deswegen, also ich empfehle sie euch, ich kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen, das ist jetzt die Intensivgeschichte, also die ist wirklich für trockene Haut geeignet, ne? Sehr, sehr reichhaltig und so. Ich finde die klasse, also ich rieche das auch gerne. Es riecht ja nicht wirklich nach was, es riecht ja nur nach der Creme an sich, ne? Aber es riecht angenehm und das ist einfach toll. Und die kann man sich halt super mischen mit den Boostern. Das ist ein bisschen witzig. Ich habe ja schon mal mit Beauty Mates letztes Jahr zusammengearbeitet, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und da hatte mich jetzt die liebe Mona Lisa gefragt, also wundervoller Name übrigens, ne? Ich liebe diesen Namen, also ein Hoch auf ihre Eltern, dass sie so genannt haben. Sie hatte mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mal wirklich zu gucken, was mein allerliebster Lieblingsbooster von Beauty Mates ist. Und da habe ich gesagt, klar, können wir gerne mal ausprobieren. Bei manchen war ich halt ein bisschen so, ich weiß ja nicht, aber wir gucken mal, was davon dann tatsächlich auch mein Lieblingsbooster wird. Dann hat sie mir nämlich noch eingepackt den Pore Minimizer, den AHA Glow Booster und den Selbstbräuner Booster. Und bei dem AHA Booster und dem Selbstbräuner Booster, ihr kennt mich, habe ich ein bisschen Schiss. Ich bin eine Schissbuchse, Leute. Ich habe Angst, dass ich wirklich braun werde im Gesicht, weil ich bin ja so eine Kalkleiste, ne? Ich habe Angst, dass es zu braun wird, aber das kann ich ja selber dosieren. Man mischt sich das ja normal in die Tagescreme rein. Diese Booster sind ja dreimal so hoch konzentriert wie ein normales Gesichtsserum. Das heißt, du brauchst da echt nicht viel von. Du kannst Booster kombinieren, indem du sagst, okay, ich möchte Poren minimieren und gleichzeitig möchte ich ein bisschen brauner werden. Das heißt, du nimmst dir dann einfach ein bisschen was von deiner Creme in deiner Handinnenfläche, machst dir von beiden einfach ein paar Tropfen rein, kannst es mischen und
dann direkt aufs Gesicht geben. Ist super easy. Das mit dem AHA Glow, also da habe ich wirklich, aber das soll gut sein. Ne? 12% AHA und 2% BHA ist hier mit drin. Ich hab Respekt, bin ich ehrlich, aber ich habe Bock drauf. Natürlich hier noch alles schön versiegelt, habe ich hier eins auch vorbereitet. Aber ich mag die Booster von Beauty Mates auch richtig gerne, weil sie auch wirklich eine Wirkung erzielen. Also den ich auch mega geil finde, ist halt der, oh Gott, ich bringe die immer durcheinander, der Anti-Falten-Booster müsste das gewesen sein. Ne? Den fand ich auch echt klasse, hat ein schönes Hautbild gegeben. Und hier habe ich halt den Poren-Minimierer, das ist dieser hier. Und ja, so sieht das, so sehen alle Booster aus, haben dann ein anderes Etikett und halt ich. Dann auch anderen Inhalt natürlich. Sobald du es hochdrehst, ploppt dieses Viech hier oben hoch und dann ist die Pipette schon upsala, aufgefüllt. Und dann kannst du das, was in der Pipette ist, einfach in deine Creme reinmischen. Und da ist es halt wirklich Jacke wie Hose, ob du die Beauty Mates Creme nimmst oder eine Creme, die du schon zu Hause hast. Also wenn du sagst, ich möchte einfach nur mal die Produkte so ein bisschen testen, ne? Also ich möchte gucken, was davon jetzt wirklich mir gefällt, musst du nicht zwangsläufig jetzt die Creme mitbestellen. Ne? Ich finde das ganz nice. Du hast den Set-Konfigurator, wo du dir dein Set individuell zusammenstellen kannst. Da kannst du entweder dir alle Cremes und alle Serien, alle Booster mit reinpacken oder ein Booster und eine Creme oder ein Booster und zwei Cremes oder eine Creme und ganz viele Booster oder gar keine Creme und ganz viele Booster. Was du halt willst. Ne? Also da bist du ja vollkommen frei. Und wenn du nicht genau weißt, was jetzt genau zu dir passt, kannst du da auch tatsächlich den Hautberater? Oh, ich bin so schlicht vorbereitet, ne? Man merkt das aber gut. Den kannst du auch nutzen. Ich verlinke euch die ganzen Geschichten mal unten in der Infobox, dass du da einfach gucken kannst, welcher Booster würde denn zu mir passen. Ich meine, im Prinzip weißt du ja schon, würde ich mal so sagen, was du benötigst. Also ob du jetzt vergrößerte Poren hast oder ob du dich selber für zu blass empfindest, ob du Probleme mit Falten hast, mit was auch immer, ob du mehr Glow haben möchtest. Ne? Und das kannst du dir alles individuell zusammenstellen. Das finde ich ganz nice gemacht. Ne? Du musst nur wirklich aufpassen. Also du kannst dir die Booster als komplett Kur richtig pur auf die Haut geben, kurz einwirken lassen und dann die Creme drüber geben. Oder du machst es halt wirklich, dass du es in der Handinnenfläche mischst. Ne? Ich mache das in der Handinnenfläche. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, dass ich mir das direkt pur auf die Haut gegeben habe, bis ich herausgefunden habe, dass die ja ziemlich krass dosiert sind. Und da habe ich mir gedacht, nee, ich möchte mich jetzt nicht innerhalb von 2 Tagen glatt bügeln quasi oder innerhalb von 2 Wochen, sondern es soll schon ein bisschen Zeit dazwischen sein. Ne? Kann ich empfehlen, ist eine coole Geschichte, sehr hautverträglich und ich bin auch so ein bisschen dabei, meine ganze Hautpflege umzustellen, dass ich auch mehr diese sehr hautverträglichen Geschichten verwende. Da kommen wir gleich zu. Ich habe nämlich noch eine weitere Skincare-Empfehlung für euch, aber das ist auf jeden Fall eine Nummer. Das ist schon cool, ne? Also denkt auf jeden Fall an den Code, wenn ihr möchtet. Spart ihr dann halt noch ein bisschen was. Ich verdiene nichts an dem Code. Das ist einfach nur, dass Beauty Mates weiß, dass ihr dann quasi über mich dorthin gekommen seid, ne? Und ja, ihr spart dann ein bisschen was. Okay, weiter geht es mit Hautpflege. Und da gibt es jetzt gerade im März, weil es Richtung Ostern geht, eine coole Aktion. Und zwar habe ich hier auch ein Testpaket zugeschickt bekommen. Die haben halt individuelle Hautpflegesets. Mello Flori sagt ja auch immer, denkt bitte daran, ihr könnt euch ja auch diese Pröbchensets mitbestellen, kann ich auch voll empfehlen, da habt ihr wirklich auch lange was von, einfach um zu gucken, wie vertrage ich das. Spoiler-Alarm, ihr werdet es eigentlich, die meisten vertragen das richtig gut, weil es ist Meereskosmetik. Meereskosmetik ist, wir kommen alle aus dem Meer, das Leben kommt aus dem Meer, da kommen wir her. Und deswegen ist es halt super hautverträglich, wenn du Produkte hast, die meeresorientiert sind, sprich mit Algen oder irgendwie mit irgendwelchen enzymatischen Inhaltsstoffen, bla, keine Ahnung. Ich bin Vertriebsinnendienst-Lady und nicht Hautpflegespezialistin, ne? Das ist halt so ein bisschen, was ich mir dann halt angelesen habe. So, und mit Dalton arbeite ich ja auch zusammen. Das heißt, mir werden Produkte zugeschickt, sofern ich möchte, um sie hier vorzustellen, um sie zu testen. Und ja, da habe ich jetzt hier auch ein Paket mir ausgesucht. Ihr wisst ja, oder ihr seht es, ihr hört es immer wieder von mir, ich habe ein bisschen zu tun mit dieser Maskne, also Akne, die aufgrund der Maske halt entsteht, dadurch, dass wir hier ja dieses sehr feuchte Milieu haben. Da hat Shenya, Incipedia bei Shenya, glaube ich, heißt der Kanal, ne? Die hat da auch letztens ein sehr cooles Video drüber gemacht und das auch mal erklärt, wie genau das entsteht, warum wir überhaupt eine Maskne haben. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall gegen kämpfen und da gibt es jetzt zu Ostern halt diese speziellen
Health Set, sage ich jetzt mal dazu. Und ich habe mir ausgesucht das Derma Control Clear Skin Set. Das ist in diesem süßen Täschchen. Finde ich schon mal cool, dass du auch noch so ein Täschchen mit dabei hast. Die kann man immer gut gebrauchen. Und so hast du halt alles zusammen. Genau. Stelle ich das mal runter. Habe ich hier ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. So, dann mache ich mal dieses Täschchen auf. Habe ich erzählt, dass es in diesem Video eine Verlosung gibt? Steht auf jeden Fall im Titel. Wenn nicht, sage ich es jetzt. Und zwar gibt es ein individuelles Beauty-Paket für die Gewinnerin bzw. den Gewinner. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Eine der Voraussetzungen ist es definitiv, dass du Abonnent meines Kanals bist. Das bist du entweder schon oder du wirst es hier einmal. Das fände ich ziemlich cool, falls du das nachholen würdest. Denn ja, mir bedeutet das sehr, sehr viel tatsächlich. Ernsthaft. Und ja, genau, da habe ich mir halt das Clear Skin Set ausgesucht. Da ist einmal die Maske mit dabei, die liebe ich ja, ne? Die habe ich ja schon mal gehabt, die werde ich heute Abend wahrscheinlich direkt machen. Für unreine Haut, das ist ein relativ neues Produkt, die lässt du einfach 10 bis 15 Minuten drauf, kannst es dann abwaschen und fertig ist die Laube. Das klärt dir halt das Gesicht. Das ist eine Tuchmaske, finde ich toll, gefällt mir und ich freue mich echt drüber. Ich habe übrigens auch gelesen, da gibt es auch so diese Erste-Hilfe-Sets oder wie auch immer man das nennen mag. Also wenn du wirklich jetzt aktuell, keine Ahnung, super trockene Haut hast, gibt es dieses Hydro Boost Starter Kit oder Express Helfe Bla Set. Es gibt auch Anti-Aging First Aid Kit quasi und was nicht alle. Richtig geil. Habe ich mir eben durchgelesen, habe ich schon wieder vergessen, läuft bei mir. Aber habe ich dir in der Infobox verlinkt, damit du es nicht vergisst, falls es dich noch weiter interessiert. So, dann habe ich hier noch ein Derma Control Clear Skin Creme, genau, das ist diese hier. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es für mich eine ganz feine Geschichte ist, weil das sind halt kleinere Größen, dass ich die halt einfach über einen gewissen Zeitraum nehme, bis sie halt aufgebraucht sind. Gut, 50 ml sind hier drin, da habe ich doch etwas länger was von. Aber dass ich halt gezielt jetzt die Probleme bekämpfen kann, finde ich eigentlich ganz wichtig für mich jetzt. Ne? Du hast ja auch einen Flyer mit dabei. Bitte. Derma Control Clear Skin Mattifying Gel ist ja auch noch was beschrieben drin. Oh, guck mal, nee, du hast hier eine Probe mit dabei. Das ist ja cool. Joko, kann ich dann auch auf jeden Fall ausprobieren. Dann ist das hier etwas, den hatte ich auch im Adventskalender drin. Hat mir, als ich meinen großen Dalton-Test gemacht habe, den ich hier oben mal verlinken kann, nicht so gut gefallen, weil meine Haut aber auch noch nicht so war wie jetzt. Jetzt aktuell gefallen mir so solche Tinkturen sehr gut tatsächlich. Das ist Derma Control Clear Skin, der SOS Spot Concentrate Ding. Der, das. Das ist halt auch eine Pipette. Ich liebe Pipetten aktuell so sehr. Und das ist halt extrem flüssig. So. Und das kommt halt raus wie Wasser. Und das gibst du dir dann wirklich gezielt auf deine Unreinheiten. Ich mache das super gerne nach meinem Toner direkt, dass ich mir das nehme und dann ein, zwei Tropfen einfach nur auf den Zeigefinger gebe und dann dippe ich das hier so vorsichtig drüber. Und dann lasse ich das kurz einwirken, creme dann in der Zeit die Füße ein oder den Körper oder so. Und dann mache ich weiter mit meinem Serum oder ne, und der Creme oder halt dem Beauty Mates Kombi Gedönsen. Und ja, es hilft. Tatsächlich. Und dann habe ich hier auch noch die Purifying Cleansing Milk. Hier sind 30 ml enthalten. Und wenn du es natürlich als Set bestellst, ist es ein bisschen günstiger, als wenn du dir die Produkte einzeln bestellst. Und das sind dann halt auch einfach noch so ein bisschen, ne, jetzt gerade Intensivlösung in einem süßen Täschchen. Schön zum Verschenken, finde ich echt hübsch, wirklich. Ne? Sonst hätte ich mir auch nicht das ausgesucht. Dann hätte ich gesagt, komm, brauchst mir nichts zuschicken. Ich kann das gerne mal erwähnen und Screenshots einfügen. Aber dieses Set werde ich ernsthaft verwenden, weil ich es gerade echt brauche, Leute. Derma Control Clear Skin Purifying Tonic, das sind 30 ml von einem Toner. Genau, den gibt man sich nach der Gesichtsreinigung direkt auf das Gesicht, damit das Gesicht weiß, jetzt kommt Pflege. Und der sollte auch noch, entsprechend klärende Wirkung haben. Das finde ich klasse. Und hier sind auch nochmal verschiedene Produkte aufgeführt. Da finde ich auch die Produkte wieder, die ich gerade gezeigt habe, aus der Derma Control Clear Skin Reihe von Dalton. Genau. Ja. Das brauche ich aktuell und das wird auch aktuell jetzt in Anwendung kommen. Ne? Und Meereskosmetik ist echt eine feine Kiste. Und Schattentäschchen. Das finde ich toll. So, jetzt gehen wir mal zwischenzeitlich zu Danny Pelletier. Danny Pelletier ist ja der Lebensgefährte von Maxime Giacomo und der schreibt Bücher. Und ich mag seine Bücher. Ich
auf Instagram lese ich ja auch, also ich lese nicht auf Instagram, aber ich lese die Bücher. Du hast immer ungefähr, also für mich, ne, also so ein dünnes Buch, 2 Stunden, dann bin ich durch damit. Und dann schreibe ich eine kleine Review darüber und poste das auf Instagram. Einfach, um das zu teilen. Ich gehe da nicht allzu sehr auf den Plot ein, das heißt, da ist nicht wirklich ein Spoiler oder sowas mit dabei. Falls dich sowas interessiert, folgt mir da gerne. Da heiße ich AIDUAP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Vor allem Beauty-Content ist dort vertreten. Aber weil ich einfach aktuell dieses Me-Time-Feeling und ein bisschen mehr dieses Ich-möchte-Bücher-lesen habe und mich diese Bücher von Danny einfach so angefixt haben, poste ich sowas halt auch in meiner Timeline, ne? Weil ich das einfach gerne teilen möchte, weil das genauso wie Sammy, der bei uns ist, ein Teil meines Lebens ist. Und es ist auch ein Stück weit Support, den ich sehr, sehr gerne an Danny gebe, weil das ein super lieber Mensch ist. Ja. Genau. Und deswegen habe ich mir jetzt gerade auch sein aktuelles neues Buch bestellt, was sich in diesem schönen Päckchen verbirgt. Und da habe ich mir die ganze Kollektion bestellt. Also das Ganze beginnt. Oh, liebe Claudia, vielen Dank für deine Bestellung, Danny. Und ich habe mein Herz von ihm bekommen. Oh mein Gott. Mega geil. Ja, ich bin ein bisschen heiß auf diese Autogrammkarten immer, ne? Das ist so Fangirl-Moment, ich sag euch das. Es ist creepy. Okay, dann ist es wohl so, dass in diesem Buch sich, also Luca heißt das Buch, ne? Spielt sich auch noch so ein bisschen was ab und dann hast du da auch noch so, irgendwas hat es mit einem Armband zu tun und deswegen gab es in dieser Collector's Edition oder so auch noch ein Armband mit drin. Ja, ist jetzt eher ein Männerarmband, ne? Aber das gebe ich dann entweder an meinen Freund oder wie auch immer. Kann das ja auch vielleicht mal verlosen, wenn ich eine Männerverlosung mache. Das wäre ja mal was, wenn ich einen Mann gewinnen würde und ich ein individuell abgestimmtes Beauty-Paket für ihn zusammenstellen würde, ne? Ich hab was da, Leute. Dann habe ich auch noch das Hörbuch zu Orbs. Orbs ist wohl das Begleitbuch dazu, was nochmal ein bisschen intensiver auf die Geschichte eingeht, was ich auch cool finde. Die Hörbücher werden übrigens von Danny besprochen, was ich geil finde. Ja, dann habe ich hier nochmal die ganze Übersicht und ein kleines, oh, guck mal, mit Autogramm sogar drin. Das ist dann wohl Luca. Luca sieht sehr gut aus, oder? So, sieht echt gut aus. Stechend blaue Augen, 3-Tage-Bart. Nee, nicht wirklich. Der ist ziemlich glatt rasiert. Aber, ne? Also dieser Blick ist ja schon mal ziemlich cool. Ja, okay. Und dann sind hier auch noch ein paar Bücher aufgezeigt, welche es alles so gibt. Ja, ja. Dann sind hier auch noch Postkarten mit drin. Die verwende ich tatsächlich, oder werde ich jetzt auch für Verlosung verwenden. Also nicht erschrecken, falls ihr so eine Postkarte bekommt. Da habe ich einmal Max drin. Das ist auch ein Buch von ihm gewesen. Dann haben wir hier Leon drin. Das liegt noch bei mir tatsächlich auf dem Tisch. Das möchte ich gerne lesen. Das habe ich noch nicht gelesen. Das ist quasi der dritte Teil. Quasi der zweite Teil ist Sarah. Ich hätte mir Sarah ehrlich gesagt gar nicht so vorgestellt. Okay, süß. Und das ist Luca. Mhm, den haben wir ja eben schon gesehen. Ja, nicht schlecht, Herr Specht, wa? Genau, und hier haben wir dann Luca Apokalypse. Es ist ein Thriller. Es ist, ich mag seine Bücher einfach gerne, Leute. Das ist eine ganz andere Welt und das hat sich echt interessant entwickelt. Erst hat man Max gelesen, dann hat man Sarah gelesen, dann werde ich jetzt Leon lesen und jetzt werde ich danach dann auch noch Luca lesen. Dann lese ich auch noch Orbs. Das ist nämlich auch noch in dieser Collector's Edition mit dabei. Ich bin auf jeden Fall gefesselt von seiner Denke. Seine Gedankensprünge sind manchmal sehr, sehr schnell. Also da liest man das Buch und zack, kommt ein Plot-Twist und man denkt sich, wow, darauf war ich jetzt aber noch nicht vorbereitet, Leute. Aber ich finde es ganz cool und es macht Spaß. Es ist einfach mal eine andere Schreibweise und ich lese es wirklich gerne. Kann es empfehlen. Unten in der Infobox ist sein Shop verlinkt. So. Ja. Dann habe ich mir ein bisschen was bestellt bei Douglas, denn da gab es so eine Goodie-Bag mit dabei und dann haben die mich. Ne? Das ist einfach total verrückt. Ja, erstmal habe ich mir natürlich so eine Karte geholt. Die ist halt immer für Umme mit dabei. Ne? A beautiful surprise for you kann man auswählen. Dann kriegt man die. Dann habe ich mir das Ganze mal umgefüllt in so ein Säckchen, damit mir das Ganze nicht durch die Gegend fliegt und ich jetzt nicht aufpassen muss, dass ich hier nicht 30 Kartons bei mir im Zimmer stehen habe, denn sowas passiert halt schnell. Deswegen habe ich hier ein Säckchen genommen, was ich mal von der lieben Marie geschickt bekommen habe. Da waren nämlich Sachen von ihr eingepackt. Eine Parfumprobe hatte ich mit dabei, La Vie Belle von Lancôme. Das ist eins meiner absoluten Lieblingsparfums. Dann hatte ich von Sensai Silky Purifying Silk Peeling Powder. Das hatte ich auch schon mal in irgendeinem Adventskalender. Und das ist ganz schön hochpreisig. 0,5 Gramm sind hier enthalten, das ist nicht viel. So,
Ja, ich plane ein Full-Face Max Factor und ich plane ein Full-Face Benefit und dafür fehlt mir ein paar Produkte. Da habe ich mir von Max Factor den Facefinity Highlighter geholt als Puder in der Farbe 001 Nude Beam. Das sehen wir hier. Also ich hatte online das gesehen und mir gedacht, oh, das sieht aber öde aus. Und jetzt, wenn ich das hier sehe, denke ich mir, oh, wie geil. Das ist so ein richtig schöner champagnerfarbener Highlighter. Da habe ich richtig Bock drauf. Also freue ich mich drauf. Die hatten leider nicht diesen Bronzer, wo ich auch den Blush zu habe. Cream Bronzer nennt sich der ja eigentlich ein Puder Bronzer ist, aber gebacken, aber irgendwie wie Cream auf dem Gesicht, keine Ahnung. Hatten die leider nicht bei Douglas. Egal, ich habe mir von Facefinity den Bronzer geholt in der Farbe 001 Light Bronze. Ich hoffe, dass er trotzdem gut ist. Geiler wäre natürlich der andere gewesen, denn da schwärmen so viele von, ne? Aber gut, egal. Habe ich jetzt den. Und vielleicht ist es auch mal gar nicht so verkehrt, über Produkte zu reden, über die nicht alle reden. Ich weiß es nicht. Dann habe ich mir auch einen Concealer geholt. Facefinity All Day Flawless Concealer Flexi Hold Long Lasting Coverage. Und ich habe die Farbe Shade 020. Das dürfte passen, ne? Das ist nicht so super hell. Doch, das dürfte wirklich passen. Bin ich gespannt drauf. Wie gesagt, Full Face folgt dann. Für Ume gab es auch noch mit dabei, was ich hier gerade aus dem Säckchen rausziehe, von Dolce & Gabbana, The Only One. Mhm. Oder Parfum Intense. Ja, solche Proben, die sammle ich eigentlich eher immer. Und dann verlose ich das gebündelt auf Instagram einfach, weil Proben benutze ich jetzt nicht so exzessiv. Einen Augenbrauenstift habe ich mir auch noch geholt, den Brow Shaper Ultra Fine Shape Fill Define in der Farbe, ja, 10 Blond, genau. Das ist einer, der so eine Miene zum Rausdrehen hat, eine sehr dünne Miene und hier unten so ein Spoolie. Das finde ich immer am schönsten eigentlich. Jo, das fand ich witzig, weil als ich das bekommen habe, ich dachte, Ellen Beatrix, so lange her, das Max Factor bei Ellen Beatrix, das hieß, ne? Echt witzig. Loose Powder Transparent Neutral habe ich mir geholt. Ich glaube, online war das nicht so, oder? Sieht so oldschool aus, so wie damals. Hast du auch noch ein Netz, was du einsetzen kannst, wenn du willst. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. Dann hast du hier ein Puffelding und hier hast du halt das Produkt. Ja, und dieses Puffelding ist halt wirklich sehr, sehr puffelig. Wahrscheinlich trage ich das wirklich mit dem Puffelding auf. Es hat irgendwie was Retro-mäßiges. Keine Ahnung, ob das ein Restbestand war oder so. Ja, was habe ich denn noch hier? Max Factor Color Expert Waterproof Eyeliner und das ist in der Farbe 03 Metallic Lilac. Also so ein geiles Lila, auf sowas stehe ich ja, ne? Lidschattenpalette und sowas habe ich ja schon von Max Factor. Ja, dann habe ich mir noch bestellt Honey Lacquer, den fand ich interessant und schön. Das ist so ein, ja, Lip Lacquer, ne? Ich glaube, der ist auch relativ neu, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe die Farbe Indulgent Coral, ja. Kann ich mir auch gut bei mir vorstellen, tatsächlich. Eine Mascara habe ich mir auch noch geholt. Das ist die Voluptuous Folds Lash Effect Mascara. Und die fand ich echt schön. Das ist halt so ein mattes Petrol-Türkis hier außen mit Gold außen drum zu. Also richtig schön. Spektakulär. Und das Bürstchen ist so ein Oschifi, ne? Ich weiß nicht, das könnt ihr wahrscheinlich auch gut sehen. Das ist so ein Gummibürstchen, was so geswirlt ist. Ich weiß gar nicht, an welche Mascara mich das noch erinnert. Ich habe auch so ein anderes. Boah, das riecht aber sehr intensiv. Muss ich mal gucken. Ja, aber auf jeden Fall spektakulär. Wird ausgetestet. So, und dann habe ich mir noch 3 Produkte von Benefit geholt, weil ich habe ja letztens ja auch ein PR-Paket von denen bekommen. Und da kam mir die Idee, dass es doch mal wieder an der Zeit wäre, ein Full-Face Benefit zu schminken. Da fehlte mir aber noch ein bisschen was. Da habe ich mir natürlich die They Are Real Magnet Mascara geholt. Die soll ja so exorbitant krass im Hype sein und das wollte ich mal ausprobieren. Da gab es jetzt bei Douglas die Möglichkeit, sich so eine kleine Größe mit in den Einkaufswagen zu packen. Das schauen wir uns mal an. Dann habe ich mir noch das Cha Cha Tint geholt. Mango Tinted Lip and Cheek Stain. Ja, weil ich habe jetzt so von Benefit keine Lippenprodukte und das bot sich dann einfach mal an. Ich hatte auch mal so ein High Beam oder sowas. Das hat mir nicht so ultramäßig gefallen. Ich hoffe, dass das hier ein bisschen besser ist, aber es wird ja vor allem bei mir für die Lippen verwendet werden. Ne? Genau. Schöne Verpackung hatten wir auch schon das ein oder andere Mal in so einer Sonderedition von der Glossybox zum Beispiel mit drin, wenn die Glossybox X Benefit hatten zum Beispiel. Ne?
So, und das hier ist auch ganz neu. The Professional Super Setter Long Lasting Make-up Setting Spray habe ich mir auch, glaube ich, in einer etwas kleineren Größe geholt. Das ist ohne Alkohol und das hat mich sehr interessiert, weil ich mit meiner sensiblen und sehr trockenen Haut bin eigentlich kein Fan von Alkohol auf meiner Haut. Aber in den meisten Produkten hast du das als Konservierungsstoff zum Beispiel mit drin. Und das wird jetzt ausgetestet. Ne? Ist halt einfach ein Sprayer, ist aus Plastik. Also mal gucken, ob das auch seinen Hype so weit wert ist. So, und jetzt kommen wir mal zu der... Oh, mein Hintern ist eingeschlafen. Meine rechte Pobacke, toll, ne? Au. Also nicht au, aber es fühlt sich so komisch an. Es fühlt sich an, als würde ich rechts so mega hoch sitzen, weil ich ja kein Gefühl drin habe. Kennt ihr das Gefühl? Es ist furchtbar. Ich trinke mir einen Schluck. Das ist ja unglaublich. So, hier ist die Goodie Bag. Und da kann ich halt nur empfehlen, dass ihr solche Bestellungen, wenn es solche Goodie Bags gibt, über die App macht, weil dann bekommt ihr immer ein Produkt mehr. Ne? Das ist nur so ein kleiner Hinweis. Da ist einmal etwas drin von Dr. Dennis Groß, Alpha Beta Universal, upsala, Daily Peel. Da sind 3 Anwendungen drin. Und das hatten wir auch schon öfters in den Adventskalendern mit dabei. Ich glaube auch von Douglas. War jetzt nicht so ultramäßig krass, finde ich. Aber das ist super teuer und mega im Hype. Und hast du nicht gesehen? Smooth Radiant Skin in 2 Minuten. Also du hast dann ein ebenmäßiges und... strahlendes Gesicht in 2 Minuten, ja. Etwas, was ich aber geil fand, ist hier die Lash Break Mascara von Anastasia Beverly Hills. Leute, die habe ich in klein und die finde ich richtig geil. Die ist auch wirklich gut. Also, das hier ist jetzt Mini und ich habe sie in klein. Ich glaube, die war auch im Adventskalender von Douglas drin. Ist wirklich winzig klein, ne? Ja, also Mini, 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 Mini klein. Wie viel ist denn hier drin? Ich hätte ehrlich gesagt sogar gedacht, dass die größer ist, aber gut. 2,5 ml sind hier drin. Gut, das ist gar nicht so wenig, ne? Gut, da wurde halt die Verpackung nicht so aufgebauscht. Dann habe ich hier drin von Bare Minerals Primetime Original Foundation Primer. 7 ml sind hier enthalten. Auch das finde ich halt super witzig, weil du hast hier eine riesen Verpackung und letztendlich das Produkt... Hatte ich auch vorletztes Jahr im Adventskalender von Bare Minerals, ne? Ist einfach viel kleiner. Warum macht ihr sowas? Warum? Ja gut, den Primer fand ich aber eigentlich ganz gut, deswegen, ne? Ich finde es vor allem cool, dass hier auch so viele Make-up-Produkte drin sind. Hier weiß ich gar nicht, ob man bei der Goodie Bag auswählen konnte, was man haben will. Ich glaube nicht, weil ich hätte mir dieses hier safe nicht ausgewählt. Die Amazing Silly Sponge Silikon Super Soft Make-up Applikator. Ganz ehrlich, sowas kannst du super verwenden, um Make-up aufzutragen, aber nicht, um es in die Haut einzuarbeiten. Das kommt auf jeden Fall in mein Full-Face ungewöhnliche Produkte mit rein. Aber damit werde ich das eher verteilen als einarbeiten, weil das funktioniert bei mir eher weniger. Und last but not least haben wir hier das letzte Produkt von Zarco Perfume The Muse Eau de Parfum aus Dänemark. 1,5 ml. Ich habe ja ein sehr gestörtes Verhältnis zu Parfümproben, das wisst ihr ja, ne? Seitdem ich mal irgendwann den Flaconi Adventskalender hatte, wo ja fast gefühlt nur Parfümproben drin waren, bin ich da kein Fan mehr von. Aber hier bin ich sehr gespannt drauf, denn das wollte ich tatsächlich mal austesten. Das wird auch nicht verlost, das wird bei mir bleiben und aufgebraucht werden. Es riecht aber nicht so geil. Wobei doch irgendwie schon, das riecht nach, einfach nach frischer Wäsche. Ja, sehr nach Baumwolle. Warte, was steht? Ja, das Gefühl und der wunderbare Duft von frischer Wäsche, welcher dich den ganzen Tag begleiten wird. Das ist dein Clean Molecule. Ja, genau, so riecht das. 1A. Also als würde ich mir Weichspüle auf die Haut sprühen. Aber gut, ja, ich denke, das werde ich einfach auf unsere Kleidung sprühen. Denn als Parfum brauche ich das persönlich nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass der ein oder andere da doch ein bisschen drauf abfährt, oder? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Jetzt kommen wir zu dem PR-Paket von Beauty Bay. Das habe ich tatsächlich gestern auch schon verwendet und mich damit geschminkt und habe da auch schon einen Look zu online gestellt, also online auf Instagram. Und da ging es um die Kimchi Chick mit, oh Gott, Name vergessen. Ah, Naomi Smalls, genau. Um diese Lidschattenpalette, sage Lütgen. Die hat Kabitjes, die ist so geil. Also die kann ich euch voll empfehlen. Ich durfte mir halt ein paar Produkte aussuchen. Ich habe den, also bei Beauty Bay habe ich, Mensch, ich kann nicht mehr reden. Zu viel Beauty hier. Bei Beauty Bay habe ich mit Phoebe da geschrieben und wir haben halt geguckt, was können wir so die nächsten Male zusammen machen, worauf haben wir so Bock, und dann habe ich ihr ein paar Ideen genannt. Dann gehe ich immer so durch meine Make-up-Sammlung und schaue, was habe ich da, was bräuchte ich dafür noch.
Und dann schicke ich ihr die Ideen und dann kann sie sich im Prinzip aussuchen, was sie dann gerne möchte. Und sie hat sich dafür entschieden, dass sie sich gerne an dem Full-Face New In beteiligen möchten. Und ja, dafür habe ich dann zum Beispiel die Palette zugeschickt bekommen. Und ja, das ist schon heftig, ne? Und das Geilste daran ist, dass die Farben halt auch echt hart pigmentiert sind. Also die kommen auf dem Auge auch so raus. Die sind geil zu verblenden. Du hast hier leider nur 5 Schimmertöne, was ich echt schade finde. Ich hätte hier gerne noch viel mehr Schimmer gehabt. So bist du halt mit diesem Gelb-Gold, mit dem Türkis, Türkis-Hellblau, mit dem Pink, mit dem Braun und mit dem Grün in Schimmer und alles andere ist matt. Ich meine, dadurch kannst du sehr artistische Looks schminken. Habe ich auch gemacht und hat auch Spaß gemacht und ich werde die auch weiterverwenden. Aber es ist halt schade, ich hätte gerne mehr Schimmer gehabt. Ja, aber dafür hast du dann hier ganz viele verschiedene Grüntöne und ne, du hast hier ein schönes Gelb drin, was halt auch gut pigmentiert ist. Geile Palette, davon mal ab, ne? So, dann habe ich mir auch noch ausgesucht die Cover FX Perfecta Face Palette. Die ist auch cool. In der Farbe Light to Medium habe ich mir die ausgesucht. Und ja, hier hast du Blush, Bronzer und Highlighter drin und auch noch ein Finishing Powder. Es ist wirklich nur ein Finishing Powder und kein Gesichtspuder in dem Sinne. Weil es hat wirklich sehr, sehr krassen Glitzer mit drin. Und dieser Glitzer ist nicht subtil, sondern das sind halt wirklich so silberbläuliche Glitzerpigmente, die du dir vielleicht mit einem Hauch übers Gesicht legen kannst. Aber du möchtest dich damit nicht abpudern, glaub mir. Ich habe das versucht, das hat nicht funktioniert. Den Bronzer finde ich schön, den Blush finde ich intensiv und schön. Die Highlighter kann man sich wundervoll mischen. Also ich habe tatsächlich den Highlighter mit dem Brightener zusammengemischt. Richtig toll. Also schöner Glow und ein toller Spiegel mit drin. Eine geile Palette, wirklich. Also an dem Packaging könnte Cover FX für den Preis tatsächlich noch ein bisschen arbeiten, denn das erinnert mich persönlich so ein bisschen an die Revolution Kisu Palette, wenn ich ehrlich sein darf. Und die liegen preislich ja doch etwas auseinander. Ja, aber das Produkt an sich ist geil. Hat mir gut gefallen. So. Dann habe ich mir auch noch ausgesucht ein neues Produkt von Beauty Bay selber, bei Beauty Bay. Das ist der Set It, Don't Regret It. Ja, Mattifying Setting Mist. Das ist dieses hier. Ich würde nicht sagen, dass es mich tot matt hat machen lassen. Es hat einen mega geilen Sprühstoß, Sprühkopf, also super fein und legt sich toll auf das Gesicht. Ein toller Nebel. Also der springt dich nicht an, der ist nicht aggressiv oder sonst irgendwas. Der ist ganz, ganz, ganz toll. Also hat mir extrem gut gefallen. Dann habe ich hier von Anastasia Beverly Hills den Brow Wiz in der Farbe Medium Brown auch noch reingelegt bekommen. Den hatte ich mir tatsächlich gar nicht ausgesucht. Ich hatte mir von einer anderen Marke einen ausgesucht. Den hatten die aber zu dem Zeitpunkt nicht da und haben sich dann umentschieden und das hier reingepackt, was ich krass fand, einfach mal Anastasia als Alternativprodukt da reingelegt zu bekommen. Hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Und der hat auch echt toll ausgesehen. Also schöne Geschichte, feine, feine Miene zum Hochdrehen und dann auf der anderen Seite ein Spoolie zum Einblenden. Mega geil. Also das mega. Also das war echt ein Glücksgriff, den ich da gemacht habe. Die Produkte waren wirklich toll. Und dann von Sueva habe ich mir auch noch ausgesucht den Love With Me Powerful Lip Shine. Der ist so schön. Also der ist natürlich auch sehr vergleichbar mit diesen Maybelline. Ich habe einen da. Lifter Gloss. Genau. Lifter Gloss, vom Packaging und auch vom Auftrag, vom Tragekomfort, sehr, sehr vergleichbar. Wobei ich den hier noch ein Stück leichter auf den Lippen finde, ne? Also sehr angenehm. 31 Jahre und sie kann nicht trinken. Was ist das? Was ist das? Oh nein, jetzt habe ich ja noch Make-up auf meinem Kleid. Das ist ein Gruselkram hier. Leute, das war's schon wieder. Schon wieder. Sie hat schon wieder hier fast eine Dreiviertelstunde erzählt. Nee, eine halbe Stunde, komm, es geht. Ich bedanke mich von Herzen bei meinen wundervollen, wundervollen Kooperationspartnern Beautymates, Beauty Bay und bei Dalton. Es sind tolle Produkte, es ist eine geile Kooperation, eine echt sehr, sehr schöne Zusammenarbeit, die wir haben. Und ja, ne? Ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, was jetzt hier bei mir neu eingezogen ist, was ihr dann demnächst auch im Einsatz sehen werdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!